Maria, herzlichen Glückwunsch. Sie werden jetzt zur richtigen Medaillensammlerin hier in Schladming. Ja, unglaublich. Jetzt schon die dritte. Also es war wirklich auch wieder knapp in dem Rennen um Platz 3. Und der Fritz hat uns wirklich zweimal gerettet heute. Er hat die Nerven behalten, musste als Letzter da die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber ich glaube, wir haben uns alle super reingehauen und am Ende jetzt sind wir belohnt worden mit einer Medaille. Und es ist ein tolles Rennen gewesen. Waren ja auch namhafte Gegner dabei. Kroatien, Frankreich, Österreich. Die Auslosung war ja auch schon sehr hart. Ja, also gegen die Kroaten waren wir ja noch relativ souverän. Dann gegen Frankreich war es schon sehr knapp. Da hat eben der Fritz das gerettet. Und dann gegen Österreich hat man keine Chance. Die waren zu stark. Die haben ja auch die Goldmedaille verdient gewonnen. Und jetzt eben im Rennen um die dritte und letzte Medaille, da die Kanadier so knapp zu besiegen, das war schon super und auch sehr glücklich. Was sitzt noch drin für die restlichen Bewerbe? Der Hang hier, liegt er Ihnen mit den kurzen Schwüngen? Ja, also Slalom fahren ja wie auf der anderen Piste. Und das hat ja in der Kombi ganz gut funktioniert. Trotzdem wird es sicher schwer im Slalom. Die Konkurrenz ist da sehr stark. Und Riesenslalom hatte ich halt auch nicht allzu viel Zeit zum Trainieren. Die ganzen Spezialistinnen, die haben da sicher ein bisschen eine bessere Vorbereitung gehabt. Aber ich habe natürlich jetzt auch schon die paar Medaillen in der Tasche und kann einfach locker drauf losfahren. Und wer weiß, wenn noch was geht, ist super. Aber wenn nicht, dann ist, glaube ich, ja, bisher schon perfekt gelaufen für mich.